Jetzt geht es auch ins Wallis zum FC Sion. Für Sie, sicherlich, Sie haben vorher gesagt, ein spezieller Match. Erwarten Sie von der Mannschaft auch eine Reaktion auf den letzten Auftritt gegen Lugano, der nicht so war, wie man sich das gewünscht und erhofft hat? Ich erwarte eine Reaktion. Die Spieler selber erwarten eine Reaktion von sich bei gewissen Pink. Das haben wir angesprochen, wir haben diese Woche. Unabhängig vom FC Sitten ist klar, wenn man ein Match vorher nicht dem entspricht, was man sich selber vornimmt, nicht so gut ist, dann will man euch als Spieler so schnell wie möglich wieder auf den Platz und so schnell wie möglich eine Reaktion zeigen. Und diese Reaktion erwarte ich und bin überzeugt, dass wir die werden geben. Sie haben gesagt, in Sion, im Wallis ist es mühsam. Der FC Basel hat zuletzt aber 9-mal gewonnen dort. Was macht denn der FCB so gut, dass es eigentlich keine Probleme gibt im Tourbillon? Ja, es ist einfach immer ein schwieriges Spiel. Ich sage nicht, das ist nicht möglich. Man hat es immer gezeigt, aber das ist immer ein schwieriger Auswärtsmatch, wenn du ins Wallis musst gehen, ins Tourbillon musst gehen, mit den Fans. Der Markus Streller hat es die Woche noch irgendwo gesagt, das habe ich schon lange nicht mehr erlebt, aber der Platz ist irgendwie nicht immer nass und die Umstände. Und Sito ist immer einfach ein schwieriger Gegner Auswärtsspiel. Also das ist eines der schwierigsten Auswärtsspiele und das erwarten wir auch jetzt. Nichtsdestotrotz gehen wir dahin. Und weil er 3 Punkte holen, die Mentalität müssen wir haben. Aber dass das nie ein Selbstläufer ist, ich glaube, das hat man in den letzten Jahren immer wieder gesehen. Wie schön. Also, was